Ach so. Besuche dein Zuhause oder dein heimisches Dorf, um Leben wiederherzustellen. Das ist gut zu wissen, auf jeden Fall. Ich glaube, das werde ich diesmal in Anspruch nehmen müssen. Verdammt. Ich habe da keinen Bock, da nämlich zu sterben. Hm. Okay, wieder. Schlammviecher. Mit ekelhaften Haaren und so. Und Moos. Stirb. Okay. Ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus. Wow, 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 wow. Das ist die zweite Attacke, die sie da haben. Dann. Ich möchte jetzt ungern demonstrieren. Ah, sehr gut. Ich hab geschafft. Ich muss posieren. Och, fick dich doch ins Knie, echt, ey. Ein Leben habe ich noch, ey. Ah, jetzt kann ich. Ah, okay, für 3 Punkte kann ich einen verwenden. Da sind wir ein bisschen stärker. Ach du Scheiße, ey. Boah. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die anderen Ritter die Schatztruhen plündern. Schatztruhen. So. Kann natürlich sein, dass ich da falsch liege, aber... Ah, komm. Macht da, was ihr wollt. Nächster Tag. Okay. Bei Rot ist nicht mehr viel. Und draußen spielen irgendwelche Kinder und schreien rum. Die Götter haben... ihre Aufmerksamkeit für einen Moment abgelegt. Aufmerksamkeit ablegen, geht das? Weiß ich nicht. Egal. Boah. Also ich habe eigentlich so kalkuliert, dass ich für das Spiel ungefähr 2 Stunden brauche. Oh, schon wieder die Schlammviecher. Aber diesmal mit in einem engeren Raum. Und stirb. Okay. Ah, oh, dieses Knacken. Im okay, das war die zweite Attacke. Mein Knopf hing gerade wieder fest. Deswegen habe ich aus Versehen gerade auch abgewehrt und direkt die Hand wieder weggemacht. Die zieht mir ganz langsam Energie ab. Nämlich hier 18 von 20. Ach du, ne! Was bin ich denn für ein Glückspilz? Wie man sieht, sind hier 23 Goldstücke. Dann ist hier ein Ring zu sehen. Was macht der? Der Ring of Protection. Der gibt mir doppelt so viel Leben, wie ich vorher hatte. Also es gibt 20 mehr. Und dann habe ich hier jetzt schon das Sword of Sharpness. Sword of Sharpness, so heißt das. Und das ist das verdammt nochmal beste Schwert im ganzen Spiel. Das kann man auch nicht kaufen, das findet man immer irgendwo. Und ich habe es jetzt echt wirklich aus so... Boah, geil. Ich bin gerade echt glücklich. Das Schwert der Schärfe. Oh, geil, ey. Boah, jetzt ja, das ist doch wieder vielleicht besser. Allerdings darf ich kein Leben mehr verlieren. Ja, komm, press fire to continue. So, jetzt habe ich aber auch ordentlich Energie. Das ist der Vorteil. Und schon wieder passieren die Götter für einen Moment. Was haben wir, genau, damit ihr auch das zeitlich einordnen könnt. Heute ist der Samstag. Der Samstag, wo ich das Video hochgeladen habe, hier von wegen, oh, hier soundtechnisch, bla 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 bla. Ist nicht gut und. Was? Achso, okay, ich habe jetzt eigentlich mit blauen Riesen gerechnet, ganz ehrlich. Okay, ich glaube, jetzt reichen sogar schon 2 Schläge aus. Jo. Oh, was? Oh, da hast du mich aber reingelegt, du. Oh. Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. So. Und. Komm, 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 einmal noch, stirb. Noch einer, sehr gut. Ah, und Bomb. Okay. Ah, ich nutze diesen Let's Play natürlich auch, um meine ersten Erfahrungen zu sammeln für Fraps. Weil erstmal werden das nicht viele Videos werden. Und zum anderen. Habe ich dann ein bisschen Erfahrung damit gesammelt, weiß schon ein bisschen mit den Einstellungen Bescheid und den Soundeinstellungen und alles. Weiß, ob alles funktioniert. Oh, wieder Gold. Jo. Und deswegen. Talisman of the Worm. Ich weiß nicht mehr genau, was der macht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir irgendwie wieder Energie zurückbekommen. Das ist schön, weil vorher hatten wir nur 38. Es ist wahrscheinlich vielleicht irgendwie hier so. Das hier vielleicht. Nein, das da. Scroll of Acquisition. Dass sich vielleicht unsere Lebenspunkte wieder regenerieren. Weiß ich allerdings nicht. Was der Talisman bringt, das weiß ich auch nicht mehr. Scheiße. Meine Brüder wissen das bestimmt. Das heißt, wenn ihr das guckt, schreibt mal hier in die Kommentare rein, was die Sachen bringen. Natürlich kann man es auch wahrscheinlich googeln, aber
Ah, wobei, ich weiß nicht. Das Spiel kam ja raus, da gab es noch gar kein Internet. Ja, es gab auch eine Zeit, da gab es kein Internet. Ach, und jetzt ist schon der Drache da. Es gibt hier nämlich auch einen Drachen. Ich traue mich irgendwie nicht, den Drache herauszufordern. Na komm, machen wir doch erstmal das. Nein, meine Bewegung ist zu Ende, nur weil ich mich nicht entscheiden konnte. Verdammt nochmal. Jedenfalls, wenn man den Drachen antrifft, oder wenn er einen berührt, dann muss man gegen ihn kämpfen. Und das ist nicht so angenehm. Da habe ich immer meine Schwierigkeiten mit. Okay. Next day. So, machen wir jetzt die letzte Kiste von Rot. So, schön. Schön, das ging ja eigentlich relativ fix. Die Götter erwarten ihren neuen Champion. Das dauert noch ein bisschen. Ich habe erst, das ist glaube ich jetzt die sechste Kiste, die ich wegmache. Von 24. Plus Drache, plus... verrate ich jetzt auch nicht. Okay, jetzt müssen eigentlich blaue Riesen sein, aber ich habe die erst einmal angetroffen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil die anderen sind mir lieber. Oh Gott. Okay, einfache. Zum Glück, noch. Ah, die sind natürlich einiges schneller als die anderen Viecher. Ah, das ist immer gut, wenn die den Schlag machen. Ich meine, wenn die mich dann treffen mit dem Schlag, dann bin ich wahrscheinlich direkt tot. Aber der ist halt recht langsam. Okay. Zwei sind tot. Ah, sehr schön. Ups. Das war keine Absicht. Oh, mit dem Messer getötet. Sehr gut. Nein! 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 Geh weg, Alter. Der Knopf hing wieder fest. Ich hasse es. Ich meine, das ist ja schön, dass die das so authentisch nachgebaut haben, aber mit den Fehlern von damals hätten die das echt nicht machen müssen. Denn damals haben die Knöpfe auch schon... Wie viele kommen denn noch? Hallo? Wow. Komm, Schlag. Danke. Ich hab dir dein Zeh, die du nicht hast, weil du Kufen, Hufen hast. Du heilige Scheiße. Ich habe kein Leben mehr, ne? Das ist bekannt. Ja. Okay, ich habe noch nicht geblinkt, aber... Na gut, aber die Hälfte meiner Lebenspunkte habe ich verloren. Nicht schön. So, erstmal das Gold nehmen und wir können es, glaube ich, wieder aufleveln mit 3 Erfahrungspunkten. Ich weiß jetzt nicht genau. Ach, verdammt. Oder nee, Endurance ist, glaube ich, das, wie weit ich auf der Karte mich fortbewegen kann. Erstmal Constitution. Erstmal wieder 10 Lebenspunkte mehr, das ist schön. Turn of the Worm. Keine Ahnung, was die Sachen bringen, wirklich nicht. Auf jeden Fall behalte ich sie mal lieber. Also, Rot ist somit komplett fertig. Das heißt, dann gehe ich gleich mal mein Heimatdorf besuchen und mal ein neues Leben. Zumindest eins. Das reicht ja erstmal. Ich kann ja keine 2 Leben gleichzeitig verlieren. Der hat es scheinbar auf mich abgesehen. Okay. Press fire to continue. Ich, ich komme da gar nicht hin, weil ich mir jetzt erstmal hier durch den Sumpf kämpfen muss. Okay. Ich vermute, das war diese eine Ebene da ganz unten rechts. Da kann ich, glaube ich, meine Leben auffrischen. Komm schon, gib Gas. Gib Gas. Ich habe auch einen Amiga-Emulator auf meiner Xbox. Allerdings, ich hatte auch vorgehabt, zuerst darüber aufzunehmen, aber dann habe ich ja entsprechend keine Erfahrung mit Fraps gesammelt. Von daher war ich das irgendwie doof. Okay. Jetzt will ich da pausieren. Okay. Das hat geklappt. Ha, ich habe ein neues Leben. Pff, ein Glück, ey. Gut, jetzt muss ich die anderen, die Bewegungspausen der anderen abwarten. Warum wollen die mich jetzt alle töten? Weil ich das Sword of Sharpness habe, nicht Sword of Sharpness. Sharp. Komm, gib Gas. Ach, der wurde auch nicht statt. Vielleicht treffen wir uns da ja. Oh, kämpf dich da durch. So, gucken wir mal, was hier so abgeht. Welcome to the city of Waterdeep. Okay, wir können... Visit? Was ist Visit? Okay, Visit ist nichts. Dann haben wir hier einen Händler. Den Merchant. Der hat hier nämlich neue Messer für uns. Die kosten 2 Goldstücke pro Stück. Dann 2 Schwerter, die wirklich gar nicht mal so teuer sind. Wow. Ich habe aber schon das Beste ab, deswegen brauche ich das nicht. Und Rüstungen. Oh, ich kann mir die beste Rüstung schon kaufen. Geil. Her damit. So. Ich habe direkt mehr Leben bekommen. Mehr Leben, sage ich schon. Ach, ihr wisst doch, was ich meine. Energie. Genau. So, jetzt habe ich zwar kein Geld mehr, aber was soll's.
So, dann haben wir hier noch einen Heiler. Ladepausen? Okay. Guten Tag, Sir Ritter. Möchtest du dich heilen lassen? Ich habe die besten Kräuter, Wurzeln und Litchis. Was sind Litchis? Ich habe so Maden oder sowas. Dieser Seite des Landes. Und ich bin auf deiner Seite für eine kleine Spende. Ach. Na komm, heilen wir uns mal. Für 5 Dollar. Für diesen Wert an Geld ist das Beste, was ich machen kann, dir ein paar Wurzeln zu geben und einen Kräutertee. Habe ich denn jetzt eine Heilung bekommen, oder? Hier ist noch Mythral, der Mystische. Mal gucken, was der so sagt. Sehr schöne Stadt. Willkommen, mein Kind. Ich bin hier, um dir in deiner Suche zu helfen. Ich habe die Kräfte, um in den Kosmos zu reichen und dir in deinem Körper neue Eigenschaften und irgendwas zu geben. Ich bin auf der Seite für eine kleine Blablabla. Nein, habe ich nicht. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Komm, immer wieder, wann du möchtest. Okay. Kostet jetzt natürlich auch eine Runde der Stadtbesuch. Nein, doch nicht. Cool. Oh, dann wichsen wir ihn nochmal platt hier. Gib Acht vor den schwarzen Rittern, die dreaded sind. Ich weiß nicht, was dreaded ist. Ich kenne Dreadlocks, aber die sieht man ja gar nicht unterm Helm. Okay. Du Drecksau, ich mach dich kalt. Mit einem Schlag. Wegen dem Sword of Sharpness. Ich glaube, mit so einem Ding ziehe ich jetzt 20 Tacken ab, ey. Das ist nicht schlecht. Okay, oh, du hast Gold, schön. Oh, der hat das auch. Oh, okay, das war gemeingefährlich, als ich den herausgefordert habe. Ich kann ihm das leider nicht mehr klauen. Weil, weil ich es schon hab. Weil wenn man jetzt zum Beispiel eine Rüstung oder ein Schwert klaut, dann tauscht man praktisch die Sachen aus. Und das bringt ja nichts, wenn ich dem mein Sword of Sharpness gebe und ich seins nehme. Nein, ich möchte keine Scroll of Protection. Wenn es gegen den Drachen gehen würde, würde ich die benutzen, aber so doch nicht. Achte auf den Drachen. Drachen, genau, Drachen. Wessen dunkler Schatten das Land überdeckt. Das kann ich auch. Oh nein, das ist falsch. Oh mein Gott, mein Knopf hängt schon wieder ein bisschen fest, okay. Okay, der hat schon eine Rüstung, so wie es aussieht. Oder hat sich irgendwie aufgelevelt. Da liegt dein Kopf. Stirb, Kopf. Okay, der hat das letzte war zensiert. Okay, der hat... Ah, oh, der hat mir einen Schlüssel geklaut, als er mich getötet hat. Du Putzau, ey. Ich kann nur eine Sache immer nehmen. Deswegen... Komm, nehmen wir den Schlüssel. Schlüssel ist wichtig. Der ist voll, weiß ich, Gangbang da unten bei uns, ey. Und der will auch noch zu uns. Hey, schön. So, ich will jetzt am liebsten die obere linke Ebene beenden. Das ist das, wo der blaue Ritter eigentlich ist. Der will schon wieder gegen mich kämpfen. Ist eigentlich total krank. Weil da sind noch recht schwierige Gegner. Und je länger ich warte, umso stärker werden die Gegner. Bereite dich selbst vor für die Saison des Mondsteines. Blablabla, das habe ich schon mal übersetzt. Jetzt natürlich wieder sehr laienhafte Übersetzungen. Man erinnert sich gern an Medal of Honor. Stier. Der hat nichts mehr, was für mich interessant ist. Ah, komm, ich will deine Endowins haben. Gib mir deine Endowins. Nein. Ach, scheiße. Der nächste Tag. Okay. Dann verpisse ich mich mal. Suche ich mal irgendwas Grünes. Okay, ich komme da sowieso nicht hin. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, verdammt, das war so gottverdammt knapp. Ja, der wird jetzt vom Drachen gefressen. Man sieht, der Kopf leuchtet noch und deswegen, das heißt so viel wie, er ist noch im Kampf. Der arme Kerl. Ah, komm. Was willst du denn jetzt? Was willst du denn? Hast du jetzt Maschinengewehr oder wie willst du mich schlagen? Ich bin echt schon jetzt so gut ausgestattet. Normalerweise habe ich immer so lange dafür gebraucht, bis ich mal diesen Stand hatte. Vor allem das Sword of Sharpness und irgendwie habe ich auch so viel Geld bekommen. Keine Ahnung. Okay. Oder früher verging die Zeit einfach langsamer. Der ist noch nicht tot, okay. Oh, stirb! Was? Oh, stirb! 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 Ich muss mein Schwert in deinen Rücken jagen. Okay, der hat schon zumindest eine bessere Rüstung. Ein Kettenhemd. 3 Goldstücke oder... Dann nehme ich lieber den Heiltrank. Ist besser.
Okay, ich vermute mal, dass ich jetzt an die erste blaue Truhe rankomme. Boah, das, oh, das wird so schlimm gegen die Leute, echt. Ey. Oh, verdammt. Vor allem, wenn der Knopf immer klemmt. Aha. Okay.